So, miteinander, willkommen zurück zu Warhammer 40k Gladius mit Torrin Gent. Wir sind jetzt eigentlich schon ganz gut unterwegs hier. Hol mal die Waffen durch. Ballade diesen Typ hier. So. Ihr könnt von hier aus sogar schon schießen. Perfekt. Tainos gegen eine imperiale Invasion. Durch eine Quest kam es zu solchen unglaublichen Vorkommnissen hier. Basilisken gar nicht so ausdauernd in Erinnerung. Ah ja, den Dasper ist auch noch. Lebensraub. Lebensraub. Nice, schätze ich. 9,7 machen wir da. Jetzt machen wir hier auf jeden Fall die Fernkampfschadensreduktion rein. Du gehst mal da rein. Ich bereue es gerade tatsächlich, dass wir den Heiler-Typ nicht mitgenommen haben. Ich werde den nochmal rüberschicken. Die kommen hier ohne den klar. Das ist hier bei dem richtigen, eigentlichen Kampf wichtiger. Und ihr könntet sich mal, denke ich mal, hier bleiben. Diese zwei, drei Leute hier. Ja, gut. Im Prinzip gehören die ja dazu. Die können schon weiterlaufen. Stimmt schon. So. Wieso wollt ihr die nicht angreifen? Jetzt. Ach, das war dieses. Es ist kein globaler Buff gewesen, es ist aber nur ein nicht globaler Buff gewesen. Die Havocs killen ist wichtiger. Kriegt ihr das denn hin? Wir haben jetzt. Ja, ich denke schon, dass ihr es hinbekommt. Vielleicht könnte ich das zum Beispiel machen. So, das könnten wir hier und dann verbrennen wir die jetzt richtig ordentlich. So, dann fressen wir euch auf. Hier Schaden. Noch näher ran. Ja. Ja, zumindest haben wir hier etwas Schadensreduktion in den Bäumen. Weiß ich schon, das Teil macht schon viel Schaden. Umso größer die sind, umso heftiger sind sie, ja. Ja, und ihr müsst jetzt da auch eigentlich alle auch noch drüber. Das ist nochmal eine zweite Psyche, ne? Denke ich. Naja, das wollte ich nur mal kurz überprüfen, ja? Tiny ist auch da. Auch überprüfen, was ich mache, ne? Okay. So, ihr Hunde. Ihr Hunde. Mal dahin. So. Erst dich von da oben. Jetzt habe ich das Blitz, dass er die direkt angegriffen hat. Na, er weiß ja, wer hier die guten Waffen hat. Gegen ihn. Den Turm. Oh, natürlich. Hier. Zerkratzt ihn ordentlich. Ah ja, da sind schon die nächsten. Ah, ich muss echt mal überlegen. Ich denke, wir sollten lieber hier drüben bleiben. Weil wir ja noch so wenige sind hier unten. So, da halte ich dann jetzt entsprechend. Beenden. Das Katerchen ein bisschen steicheln hier. Freut sich. Ah, der Gessler dort. Dann nochmal Leute rausgelassen. Ich denke, wir werden gleich die Loyalität mal runtersetzen. Nicht, dass der hier die ganze Zeit neue Leute spawnt. Mal das Siege. Das war's für die Hunde. Und von Psychen ausgeschaltet.
Okay. Jetzt mal hier dieses ominöse. So. Hier drunter setzen. Ist ja schon mal ein ganz gutes Ergebnis eigentlich da vorne. Fress die mal auf. Huldige Jäger sind das, ja. Ja, diese immense Schadensreduktion. So, wir können davon natürlich auch profitieren. Okay. Du kannst ja nicht reinschießen wegen dem Wald. Okay, das heißt... Ja, die Krothunde stehen im Weg. Vor allem das heißt es. So, guck mal, hier alle ins Offene. Lass zumindest das machen. So, ja, ihr seid alle hier nur wegen Orderbomben hier. Bei. Der eine kann sie gar nicht verwenden. Als erster rein. Ist natürlich hervorragend geplant. So. Das schon ein wenig helfen. Noch ein, zwei Angriffe, dann haben wir das. Und sobald die hier oben fertig sind, kommen sie ja auch dazu. Aus dem Norden. Warte mal, hat der? Doch, der hat, muss ja geschossen haben eigentlich. So, hier. Upp. Hier. Da sind... Ah, die Hunde hat's fast erwischt. Versteckt euch! Der kann der von da... Ne, der kann von unten nicht hier hochschießen. Wenigstens das. Etwas dauern, bis wir damit fertig sind. Ah, guck mal, da sind Speeder gespawnt. Ja, gegen Krotthunde. Das war ein unglaubliches Gefecht. Sind denn besetzt hier so langsam? Ich meine, was soll man sagen? Wir verteidigen uns quasi auf der ganzen Karte gleichzeitig. Fahr mal da raus und du wirst da mal helfen. So. Okay, diese blöde Arti endlich. So. Was ist mit der Arti hier passiert? Ich muss sagen, die haben wir doch nicht erwischt. Haben jemanden gefunden hier im Wald? Kauernd versteckend. Aus unseren heftigen Kampfanzügen nicht. So, du haltst dich da mal an Ort und Stelle, würde ich sagen. Du läufst mal weiter hier runter. Wer ist von euch bleibt hier? Du läufst hier rüber. Und du. Wie mit dir hier? Nee, wir fahren noch weiter zu dem hier. Okay. Ja. Ja, ihr könnt ja jetzt quasi erstmal hier weiter campen, schätze ich, im Wald. Weil wir verteilen euch ein bisschen. Hier, hier oben bleiben und hier, hier. Oh, die Lenkrakete. So, wir können auch die Drohne direkt einsetzen. Gucken wir hier weniger Schaden noch rein auf den anderen Jungs. So. Ich weiß, dass er stirbt. Könnte aber gut passieren. So. Ach ja. Blende es. Ah ja.
Turmkammer zurück. Eine schwebende monströse Kreatur, die sich unter anderen Einheiten tarnen kann und die Fernkampfgeschwindigkeit feindlicher Einheiten verringert. Okay. Das hört sich durchaus interessant an. Ich habe schon zwei Erzteile. Aber mehr Erz. Mehr Erz? Eigentlich nicht. Noch mehr Einfluss in der machen und dann. Ja. Dann können wir uns einfach Erz immer wieder herbeikasten. Oh, das hat sich böse angehört. Ah, okay, da kam gerade eine Einheit. Ich glaube, das war Imperiale Garde. Ich glaube, ich habe so einen Gardehelm gesehen. Ja, Soldat entdeckt hier. Leichte Infanterie. Da oben. Ganz komische Sachen höre ich hier die ganze Zeit. Jetzt haben wir auch die Sturmflut. Starkbands und enorme Feuerkraft. Gute Frage. Ja, der wird auch hier gebaut. Dann bauen lieber den. Sich cooler an. So, kill mal die Marines hier. Ja, der hier unten ist halt gegen die Stadt gerannt. Wo ja auch noch einer drin steht momentan. Da stehen sogar zwei drin. Aber wir haben die Krotthude da auch drin. Und was weiß ich wann. Einfach vergessen. Domestiziert Haustiere. So. Ich weiß gar nicht, wen der hier anschießt, der Turm, aber ich beschwere mich mal nicht. Gott, geht das langsam. Besten Fall eine, eher zwei Runden. Hier auch niemanden mehr. Hier wurde natürlich heftig, ja, das waren die Jungs hier. Ja, ziehen wir euch mal raus, bevor ihr stirbt. Ja, wir kommen jetzt natürlich nicht ganz nah ran. Wir erstmal unsere Gedöns hier noch töten müssen. Tothunde können dabei bestimmt helfen noch. Ah. Räuderbombe ist ja einsatzbereit. Bei dir ist sogar die Drohne noch einsatzbereit. Wir haben aber erst nächste Runde raus. Können wir jetzt vielleicht. Es reicht. Ob es endlich jetzt reicht. Dann können wir endlich anfangen, die eigentliche Stadt anzugreifen. So, einmal schießen. Mal den hier. Ich weiß, wie weit die Drohne fliegen kann, aber ich denke nicht, dass sie ganz hier rum kann, oder? Ah, das kann aber so sein. Ah, ja. Hier drauf ballern. Ja, du heilst dich mal schön im Wald. So, wir haben natürlich hier glücklicherweise jetzt überlebt. Ja, schieß einfach so. Wie cool, dann hast du zwei Runden. Ja. Sollte ja reichen, dann schauen wir uns gleich hier hin. Dann heilen wir die kurz, die Jungs hier. Es reicht halt nicht, ne? Aber gerade so. Naja, okay, wir heilen nur den einen hier. Könnten es sogar noch verbessern. Anmut des Zephyrs. Aktionspunkte maximal. Oh. Mehr Aktionspunkte ist natürlich richtig edel. Mehrere krasse Sachen nebeneinander machen. Da. Aber erstmal hier. So, zack. Naja, ich meine, besser als nichts. Dann heilt euch hier mal alle. Aus der nächsten Runde weiter. Okay. Guck mal in die Stadt rein. Soll nicht vergessen, dass jemand drin ist. Ist da rein und heilst dich mal.
Du bist voll einsatzbereit. Da oben sind Soldaten. Ja, die versuchen wir mal zu töten. Der Einheit. Du heizt dich jetzt auch mal da hinten. Schicken dich noch da und guck mal, da ist ein. Ja, ich würde schon sagen, der sollte eigentlich an uns rankommen können, leider. War nicht ganz so stark, die Raketengeschichte. So, dann kennst du mal deine Bewegung. Fahrzeugpanzerung. Automatisches Reparatursystem. Was so schnell nieder. Aber das gilt ja nicht für Kampfanzüge. Breitseite, Panzerdurchschlag von Flammenwaffen und Raketenwaffen. Sharp Dash und Anti-Rage. Wenn die Einflusskosten von für das höhere Wohl. Simulationsinjektor. Niederschmettern. Phantom, Sturmflut und. Gucken, wenn ich die Angriffe durchzuführen. Okay. Machen wir das hier. Flammenwerfer und Raketenverbesserung. Sind wir hier unten noch irgendwas? Sie weiß, bis jetzt sehr smooth die Invasion. Würde es halt, ne, um das Spiel auf die Art und Weise zu, naja, zu beenden, müssen wir die halt alle noch finden. Selbst wenn die sonst wo stehen. So, du gehst dahin. Du kannst hier hin, du kannst hier hin. Jetzt werf dir erstmal so. Kannst du das dann noch benutzen eigentlich? Nein. Und das sind diese Dinger nicht. Weil ich gegen den Teil, was über 100 Stärke hat. Ich würde dich auch ganz gerne am Leben behalten, deswegen ziehen wir dich jetzt zurück. So. Oh, stand da nicht vorher noch jemand? Okay. Oh Gott. War nichts, was uns hier noch buffen würde. Ich meine, das hat weniger als geschlagen. Moment mal, vielleicht einheit mir weniger als 20%. Ist auch für Killers auch für Gebäude? Haben wir jetzt mehr Schaden? Ich glaube ja. Muss ich erst ein Video anschauen. Ich glaube, es war nicht mehr. Gut. Sehr gut. Dann kannst du dich nämlich direkt mal heilen. Beziehungsweise geht, nimm das und dann heil dich. Und dann können wir hier von Norden auch gleich dazu stoßen. Richtig. Oh, Level Up für den Commander. Passive Aktion. Okay. Mehr Genauigkeit, so mehr Schaden. Solange hier nichts irgendwo ist, bleiben wir hier einfach stehen. Ja, vielleicht hier neben dem Artefakt. So, geh mal hier in den Wald, haben wir schon mal Schutz. Wir sollten aber eigentlich viel stärker sein. Ja, du kommst dahin. Könnt ihr euch schon mal so hinstellen, dass wir euch gut heilen können. Ja, du kommst dann auch gleich dazu. Ja, vollständig einsatzbereit und dann ist alles schick. Ja, die Drohnen, die... Ja. Wir gehen mal gucken. So. Oder die Jungs ja echt mal gern ein bisschen heilen, aber liegen irgendwie nicht so richtig in der Verschnaufpause. So. Angriff. So. 8 Runden, bis das hier fertig wird. Oder die Probleme? Nee, haben wir nicht. Gut. Du baust noch nicht mit allem hier. Komm, wir holen uns mal mehr Erz. Bauen mal wieder hier so einen netten Anzug. Haben wir noch einen Feuerkrieger hier? Ist auch gut. So. Ich
Gegenstand befehligen. So, jetzt haben wir hier tatsächlich auch nochmal die Möglichkeit, Anzüge zu bauen. Wir haben hier einmal Erz und zweites Mal Erz machen. Gott, dieses fände ich einverleiben hier. Ja, mach mal. Oh. Da hat gerade gespawnt, oder? Das ist total geschwächte Einheit hier. Datenhunter. Dunkle Festung. Und da. Oh, Sentinels. Uns Abfeuer reingelaufen. So, habt ihr hier gleich wieder zu tun. Du auch. So, 4,5, ne? Es ist halbe Reichweite. Doppelter Schaden, eigentlich. Eigentlich. Melter erhöht den Panzerdurchschlag bei halber Reichweite. Naja, gut. Sagt, das ist jetzt nicht so die das Überfahrzeug. Da fehlt aber grundsätzlich der Schaden. Angriff. Ah, nur noch einer. Ich will erst sagen, wir gehen tatsächlich mal da rein. So. Dass die uns das klauen. Okay, der Sentinel, glaube ich, ja, euch hier beschossen. So, mal den Panzer nochmal. Oh ja. Das tut weh. Mach du das doch und dann schicken wir dich mal zurück jetzt. Ja, dass du dich da barrieren kannst, mal in der Stadt. Okay, das ist jetzt okay. Hier auch. Dann bleib hier stehen. Ah ja, das ist der Held, der Gute. Und mehr Fernkampfangriffe. Dieser Schuss kriegst du auch nochmal doppelt. Mich, ob der Buff auf die da drin wirkt. In der Stadt, die Chancenreduktion sowie die Heilungsrate. 100% Fernkampfchancenreduktion. Okay. Ja, du kannst aber rauskommen, ehrlich gesagt. Wo war das denn? Wo war denn der? Hier. Sie stehen in dem Kraut, was natürlich auch sehr hilfreich ist. Damit ihm rüberfliegen, denke ich. Auch Flugeinheiten, richtig. Das wäre noch gut. Das würde das nochmal erleichtern hier. Du hast dich schon bewegt. Elektrothunde sind auch fast tot. Die können auch mal hier hin. Die Drohne macht jetzt diesen Chaos-Spawn hier kaputt. Okay. Kill das auch für dich. Tatsache. So, mehr Schub. Ja, dann und eigentlich erstmal heilen, aber ja. Ich denke, die Zeit haben wir nicht. Sonst vielleicht ist es auch nicht jeder Hauptstadt. Man weiß es nicht. So, ihr seid alle eingestellt, eigentlich. Der kommt aus dem Süden. Stadt befehligen. Ja, dann schicken wir mal den Heldentyp wieder schlafen. Können wir ein Gebäude bauen. Wir breiten das mal weiter aus hier. So. Das ist hauptsächlich so mini. Das ist echt peinlich fast. Ja, da macht das stark mit unserer Arbeit. Der Bastardus Squad. Ah ja, die kam hier gerade an. Ich habe echt das Glück, dass wir teilweise, und an dieser Stelle, das war jetzt schon mehrmals sehr erfolgreich. Hier auch. Gut. Trotzdem will ich mich eigentlich aber mal heilen, ja. Was soll das denn immer? Jetzt hier draußen stehen. Was abbekommen. Ah, hier sind Soldaten. Ja, wir lassen sie kommen.
So. So. Ja, wunderbar. Sogar die armen Schweine hier waren noch nützlich. Gut. Was habt ihr euch allen? Ja. Ja, tu es. Hunde. Und ist alles auch erledigt. Ja, es ist echt. Ich glaube, die fieseste Quest, ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, das war mit der Imperialen Garde, wo überall diese blöden Mindbender gespawnt sind und die haben mir halt die halbe Armee geklaut. Das war richtig bitter. Ja. Hier mal alle. Hier müssen wir auch noch ein bisschen leveln. Ja, es geht es schon. In einer Runde sind deine lustigen Dinge wieder fertig. So. Die Beschluss ist schon hier reingehen. Der ist auf Hälfte, oder? Sagt. Hm? 12, ja komm, wir können auch nochmal eine Drohne hier aufstellen. Ja, tue ich ja immer aus Versehen schon einstellen. Ja, ich meine, was soll's. Ich mache nochmal eine Angriffsdrohne hier. Macht zwar nicht viel, aber ich kann mir ja deren ein paar Schüsse entlocken. Weil sterben dürfte jetzt eigentlich keiner, auch du nicht. 28. Ja, nächste Runde ist es soweit. Wir könnten auch mit dir schon dahin. Ne, wir warten noch eine Runde. So, dann heil dich mal. Du heilst dich auch weiter. Du heilst dich auch weiter. Du heilst dich ebenso. Jovessa braucht einen Bauauftrag. So, wir haben hier bisher eine Kaserne. Dann bau doch hier mal noch eine, genau, noch eine Fahrzeugbaugeschichte. Ja, hier brauchen wir wieder ein Feld. Was ist mit dem da oben, hm? So. Ja. Ah, das ist fertig. Hier auch so einen Sturmflutkampfer zu bauen. Hier wieder tauschen. Ja, wir bräuchten bald mal wieder mehr Energie. Ballern auf die hier. Nummer 8. So. Dann mal los. Mit allem hier drauf, schätze ich. Zu euch noch hier ranziehen. Glaubt euch mehr Schaden als die hier. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ich darüber? Nein. Ich darüber? Nein, ich könnte euch alle einswitchen. Ist das überhaupt notwendig? Ich hoffe nicht. Sonst war das gerade ein Fehler. Ihr Leben kosten wird. Na, nee, okay. Wir packen es und er ist hoffentlich nah genug dran, um das so mitzubekommen. Ja, die XP kam. So, Draconis ist tot. Die Klaus-Westmann sind besiegt. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir weiter nach Süden und die Orks und die Imperiale Garde finden. Ja, und alle möglichen Leute, die noch spawnen. Ja, aber davor werden wir mal hier weiter. Bin schon wieder. Nee, in zwei Runden kann man heilen. Dann haltet euch erstmal so auf normale Art und Weise weiter. Sehen wir hier irgendwo irgendwas? Bösartiges Imperiales? Nope, gerade nicht. Da weiter. Du heilst dich da drin. Und hier wieder neue Befehle.
Wir haben alle Produktionsstätten. Könnten auch noch eine Stadt bauen. Zu ist die Frage. Könnten wir dieses Anzugsding hier nochmal bauen, ehrlich gesagt. Das hier. Auch wenn es natürlich Loyalitätsprobleme bringen wird. So, nächster Panzer ist fertig. Okay. Sind vollständig geheilt. Ist schon am richtigen Platz. Wer ist denn noch verletzt? Du bist noch verletzt. Du kommst aber nicht weit genug. Ah, da kann man hier runter. Du kommst dahin. Jetzt kann man da begleiten. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich denke, wir brauchen nicht mehr lange. Dann haben wir dieses kleine Testspielchen hier beendet. Ja, und am Ende gibt es natürlich noch ein extra, naja, ob es ein extra Video wird, weiß ich gar nicht, aber für mich kann man es eigentlich trennen. Das Fazit zu den Tau, was sie so können und was nicht. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, euer Tollen.